Und schon geht's weiter mit einer wunderbaren neuen Folge von Parasite Eve 2. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Lass doch gerne mal einen Daumen oder einen Kommentar hier, das würde mich freuen. Und den Kanal ein bisschen supporten. Mal so ein bisschen in eigener Sache. Aber naja, wie auch immer, wir befinden uns jetzt hier, ja, kurz vor der Tiefgarage. Ich habe jetzt alles nochmal gecleared. Ich musste wirklich alles clearen. Auch die Mojave-Wüste musste ich nochmal clearen. Deswegen, ja, habe ich euch das einfach mal erspart. Es ist auch nicht wirklich viel passiert, außer dass noch ein paar Gegner aufgetaucht sind, ja, die wir dann besiegt haben. Und dementsprechend haben wir jetzt auch viele BP-Points. BP-Points? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Keine Ahnung, was genau BP bedeutet. Und Experience-Points ohne Ende, die wir aber nicht mehr brauchen. So, jetzt stehe ich hier vor der Tiefgarage. Da müssen wir rein und ich glaube, da gibt es auch nochmal irgendwie so ein ganz komisches Rätsel. So, hier kommt auch nochmal ein... Okay, da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Warte mal, kann ich den denn stunnen? Kann ich... Doch, warte mal, kann ich den mit Magie doch irgendwie besiegen? Okay, das bringt aber gar nicht so viel, sehe ich gerade. Ja, hau mir noch mehr aufs Maul. Erstmal die Kameras. Die sind richtig übel. Jungs. Kann die sich mal entscheiden, wo sie hinschießt? Hallo? Okay, die ist gerade irgendwie gar nicht klargekommen in Sachen Zielen, aber wir waren auch verwirrt. Kann sein, dass es damit irgendwie zusammengehangen hat. Ist ja auch egal. Wir müssen uns auf jeden Fall dringend heilen. Scheiße, das war jetzt echt kein guter Anfang. So. Okay, auf in die Tiefgarage. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was gibt's denn hier noch? Ja, ein Unsichtbarer! Was ist denn hier kaputt? Sehr interessant. So, von wo kommt er jetzt? Ich nehme mal die Energy Balls. Jawohl! Gedisst! Nice. Okay, die Energy Balls sind dagegen echt gut. Ich nehme mal das hier und... Ja, das brauche ich nicht. Entsorgen. So, was gibt es denn hier noch zu finden? Kontrollraum, Schloss entriegelt. Ach, ist das der Raum? Ja, guck mal einer an. Das war die schwere Tür, die nicht aufging. Jetzt können wir da durch. Wunderbar. Ist das hier? Ist weiß? Hä? Wo bin ich jetzt? Was ist das denn für ein Raum? Golem-Freezer? Das ist ja interessant, dass wir hier rein können. Das Golem-Warnsystem. In jedem Behälter sind je 8 Golems enthalten. Weil er darf im Kontrollraum die Entfrostung einleiten. Porn-Golem. Farbe Grün, Typ Wachposten. Luke-Golem, Farbe Grau, Nahkämpfer. Night-Golem, Farbe Violett, Nachtjäger. Bishop Golem, Farbe Rot, Kommando. Hatten wir schon mal einen roten Golem? Irgendwie nicht, ne, oder? Aber hier ist auch nichts sonst. Das war jetzt, glaube ich, einfach nur dazu gedacht, um zu erklären, welcher Golem was tut und wie er heißt. Sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass man da rein kann. Oder ich habe es einfach wieder vergessen, weil es so lange her ist. Aber einen roten Golem habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auch nicht, als ich offscreen alle Räume geklärt habe. So, dann schauen wir doch mal. Also, ein Garagentor gibt's hier. Was ist das? Bedienungspult für die Abstellplätze. Oh, da hängt ein Schlüssel, Autoschlüssel. Wunderbar.
Ach du Scheiße, die Lampen leuchtet. Die Lampe leuchtet, sie ist betriebsbereit. Was soll ich denn da jetzt drücken? Hä? Ich kann hier auch gar nichts machen gerade. Was ist denn, wenn ich jetzt rot drücke? Rot, blau, gelb? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, das Garagentor ist aufgegangen. Ach, Moment mal. Und was ist, wenn ich jetzt grün auch noch drücke? Hä? Was will das Spiel von mir? Das Pult für das Tor. Drehscheibe. Bis zur Drehscheibe vorfahren. ID-Karte durchziehen. Tor wieder geöffnet. Aha. Ja, geiles Rätsel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was muss ich hier überhaupt drücken. Immer noch kein Auto? Oder muss ich das irgendwie rausfahren? Hä, was ist das denn? Die Kiste war dazwischen geklemmt. Eine Zusatztasche, geil. Das nehme ich natürlich gerne mit. Ist da sonst noch was drin? Hier ist nichts mehr drin. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt alle Knöpfe wegnehme. 0 und die 13. Warum? Ich verstehe das Rätsel jetzt gerade überhaupt nicht. 2. Was passiert denn, wenn ich jetzt nur blau mache? Dann steht da ein Auto. Ein Elektroauto. Ich steige mal ein. Fahren. Falscher Schlüssel. Es ist der falsche Schlüssel. Okay. Blau und rot? Vielleicht brauchen wir ein anderes Auto. Elektroauto fahren, das ist der falsche Schlüssel. Okay, was ist mit blau und grün? Wir können eigentlich nur alle Farben durchgehen jetzt. Hier ist gar nichts. Leer. Die rechte Tafel bedienen. Rot, gelb, grün vielleicht? Weil das ja auch oben auf der Garage steht. Rot, gelb, grün. Mach ich mal. Warum immer denn der falsche Schlüssel? Das kann doch nicht sein. Was ist, wenn ich jetzt zum Pult gehe? Der Wagen muss auf die Drehscheibe. Ja, aber wie? Fragezeichen? Und ID-Karte durchziehen. Wo denn? Vielleicht muss ich irgendeine ID-Karte erst benutzen. Was haben wir denn für eine ID-Karte? Baumann-Karte? Brauche ich jetzt nicht. Waffenkammer-ID? Geht nicht. Okay. Ja, interessant. Sehr interessant. Der Wagen muss auf die Drehscheibe. Boah, was hatten wir denn jetzt alles? Ich muss mir das mal eben aufschreiben. Notiz erstellen. Nee, Quatsch, wir können ja doch, ich kann hier malen, das ist gut. So, dann mache ich das jetzt mal groß. Also, rot, grün, gelb. Rot, grün, gelb hatten wir. Da passiert gar nichts. Alle vier. Oh, Moment. Hatten wir den blauen gerade aktiv? Okay, das war die Kiste.
Die Kiste. Rot, grün, gelb war die Kiste. Rot, grün, blau, gelb hatten wir. Dann mache ich mal jetzt nur rot und gelb. Oder rot und grün machen wir mal erst. Rot, grün. Rot, grün. Das ist schon wieder leer, okay. Aber komisch ist, dass die Farben da oben so komisch dargestellt sind, genau wie hier. Grün, gelb, rot. Ja, aber das bringt doch nichts, wenn ich das tue. Nur rot? Rot? Rot ist gar nichts. Rot-blau. Rot-blau. Schon wieder das Auto. Falscher Schlüssel. Es ist der falsche Schlüssel. Aber ich muss doch hier bestimmt irgendwas noch drücken oder so. Notration brauche ich nicht. Der Wagen muss auf die Drehscheibe. Ja, die Frage ist wie, ne? Rot-gelb? Rot-gelb. Passiert nichts. Rot-grün, rot-blau und rot-gelb hatten wir. Dann mache ich dasselbe jetzt mit grün, obwohl, warte mal. Rot-grün-gelb hatten wir. Wir hatten alles. Wir könnten noch rot-grün-blau probieren. Oder rot-blau-gelb. Rot-blau. Gelb. Es gibt so viele Kombinationen. Rot, blau, gelb ist auch nix. Vielleicht habe ich das auch schon richtig gehabt, aber irgendwie checke ich die Phase jetzt gerade nicht. Blau, gelb. Ah, ein Elektroauto. Der Schlüssel passt, der Motor läuft. Geil! Blau-gelb war's. So, okay, okay. Jetzt ist die Sache... Was muss ich jetzt tun? Das Pult für das Tor. Bedienung der Dreh... Blablabla, bis zur Scheibe vorfahren, ID-Karte durchziehen. Tor wird geöffnet. Jetzt ist die Frage, welche ID-Karte... Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist die Bowman-Karte oder die Karte fehlt halt noch. Ich habe aber nirgendwo eine gefunden. So, dann probiere ich jetzt mal Key-Item Bowman. Bowman-Karte benutzt und es geht. Geil. So, das Coole ist, dass wir jetzt mit dem Auto fahren können, also jetzt nicht... Wir selber, aber sie fährt halt in einer Cutscene dahin. Ich werde jetzt hier speichern. Und falls ich nicht mehr zurückkomme, haben wir hier noch den Save. Das ist gut. So, ich speichere hier oben jetzt. Denn jetzt langsam geht es Richtung Ende. Und das Problem ist, ich habe hier noch alle Zusatztaschen und sowas. Und wir werden gleich zum Militär kommen. Da können wir auch nochmal geile Sachen kaufen. Und da werde ich dann die ganzen Zusatztaschen reinpacken. So, mit dem Wagen hinausfahren. Los geht's. Auf Richtung Ende. So, und da sind wir schon angekommen. Ich muss gerade mal eben hier meinen komischen Pen wieder in mein Handy stecken. So. So.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, ey. Es ist so still. Was? Dann nehme ich wieder die Energy Balls. Die waren richtig gut dagegen. Okay, der ist schon down, lol. Ich habe gedacht, der wird jetzt nochmal unsichtbar und haut ab. Geile Scheiße. So gefällt mir das. Ja, und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir in dem Kinderzimmer eigentlich noch einen Teddybär hätten mitnehmen können. Für später. Aber man kann ja nicht alles haben. Lol. Da ist ja der Teddybär. Ich habe gerade davon gesprochen. Antibody, wir werden uns gleich mal heilen am besten. So, der kann mich jetzt hier anschießen, wie er will. Ich nehme jetzt nämlich den Granatenwerfer und dafür haben wir verdammt viel Munition. Habe ich übrigens gekauft. 100 Stück. Wir haben 100 Granaten, gebt euch das. Nice. So, Airburst. Wir nehmen die Airburst mit, aber das lassen wir hier. So, hier liegt jetzt dieser Teddy und den brauchen wir nachher. Das ist doch das Motorrad von Nummer 9, das ich im Stollen gesehen habe. Auf der rechten Seite ist ein Hafter mit einem Emblem. Kein Zweifel. Hey, das ist doch Eves Stofftier. Dieser Bastard! Ich habe gedacht, das wäre Kyles Motorrad, aber okay. So. Eine Sperre für das Tor, das nach draußen führt. Komisch, das Passwort wurde schon eingetippt. Schalter drücken, da bewegt sich was. Boah, was für eine animierte Tür. Ja, dann geh doch da durch. Ach so, das war nur ein Schloss. Ich dachte schon, hä? Was wollen die jetzt von mir? So, dann können wir hier jetzt durch. Das Schloss ist entriegelt. Ich muss nur noch das Pult. Oder auch nicht. Alles mitnehmen. An diesem Pult lässt sich das Tor öffnen. Ich öffne das Tor.
Und wie ist die Lage? So gut wie unter Kontrolle. So gut wie? Was soll das heißen? Sir, ein Areal ist durch eine Biobarriere geschützt. Genau wie vor 3 Jahren? Vermutlich. Die Milf soll die... Die Milf soll sie doch durchbrochen haben. Es scheint noch eine zweite zu geben. Mr. Präsident. Ist unser Ziel dort? Ich nehme es an. Berichte gibt es noch nicht. Und unser Mann? Wir haben keinen Kontakt. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Verdammt! Was können wir noch tun? Der Plan D. Wir müssen es vom Orbit aus vernichten. Wie lange dauert der Rückzug? Dafür ist leider keine Zeit. Sie werden als Helden in Arlington bestattet werden. Und ich soll den Befehl geben? Mr. Präsident, das Schicksal von 260 Millionen Menschen steht auf dem Spiel. Das weiß ich. Neomitochondrien? Man hat ihnen was verschwiegen. Das sind die Übeltäter, die diese Kreaturen hervorbringt. Deswegen also der Bioalarm im Bunker. Die Neomitochondrien lauern nun irgendwo. Um sich einen neuen Wirt zu suchen. Unglaublich. Nun, wir sind alle mit ABC-Schutz ausgerüstet. Ach ja? Ich auch. Glauben Sie denn, dass das was nutzt? Wir haben Berichte über monsterartige Wesen erhalten. Aber Anzeichen von Mutation gibt es nicht. Sie sollten trotzdem Ihre Männer untersuchen lassen. Ich verstehe. Ich werde es anordnen. Wie steht es eigentlich mit Ihnen? Sir? Entschuldigen Sie mich. Eve. Agent Breyer? Agent Breyer! Eine schlechte Nachricht. Wir haben das gesamte Areal durchsucht, aber...
Die Riesen, den Riesen und das Kind konnten wir nicht finden. Es war niemand mehr da. Verstehe. Haben Sie wirklich alles durchsucht? Ich will ehrlich sein. Da ist eine Stelle, wo wir nicht hinein können. Und das als Militär, come on. Also doch. Haben Sie eine Idee? Ja. Ich denke, ich kann's knacken. Darf ich also rein? Nun gut. Wir haben den Bunker gesichert. Mit Ausnahme der unteren Etagen. Seien Sie also vorsichtig. Danke. So, wir sind jetzt hier beim Militär. Ich schau mal gerade eben, ich glaube, hier liegt noch der ein oder andere Kram rum. Eine Kiste mit Rationen. Sie nimmt sich aber hier nichts, komischerweise. Hier ist noch eine Karte. Eine Karte von Dryfield. Okay. Warum denn eine Karte von Dryfield? Von hier ist es gar nicht so weit bis Dryfield. Aha. Sie müssen wohl überall herumschnüffeln, was? Ja, ist ja gut. TNT-Sprengstoff? Kann ich Medikamente haben? Sicher, nur zu. Ringerlösung nehmen wir natürlich gerne mit. Nichts von Interesse. Hier ist noch ein bisschen Munition. Kann ich mir was nehmen? Bitte sehr. Airbursts nehmen wir auch mit. Ja, hier liegt an der einen oder anderen Stelle schön was rum noch. Wir können aber jetzt auch erstmal rausgehen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich versuche mal, jetzt gerade eben noch... Flint! Wie bist du? Hm? Er trägt etwas am Hals. Kapselbehälter erhalten. Inventar ist voll. Hey, Flint! Danke. So, okay. Flint ist natürlich nicht umsonst hier. Mit dem werden wir gleich noch interagieren. Kann ich mir Munition nehmen? Anscheinend aber mein Inventar ist voll. Ich schau mal gerade eben. Hier gab es doch irgendwo so einen Laden. Irgendwo gab es doch mal so ein Geschäft hier. Sie wünschen? Kann ich Waffen haben? Ach ja, die Milf. Klar, ich weiß Bescheid. Nehmen Sie sich was. So, hier gibt es jetzt schöne Waffen. Gerade die AS-12 ist richtig geil. So, jetzt schaue ich gerade mal eben. Granatenpistole brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Also waffentechnisch brauchen wir eigentlich gar nichts, obwohl die AS-12 schon ziemlich geil ist. 44er Magnum? Magnum haben wir noch gar nicht. Schutzkleidung. Hier ist die Schutzkleidung, die wir brauchen. So, was haben wir denn hier? HP-60, MP-30. Hochleistungsradar, Gegner-HP-Anzeige, 8 Plätze. Kampfrüstung 40-10-5, Hochleistungsradar, Stummheit. 20 HP, 6 Antigift, HP Regeneration. Hochleistungsradar, Gegner HP Anzeige. Bringt mir eigentlich gar nicht so viel, aber plus 60 HP und plus 30 MP. Von den Werten her die beste, von daher kaufe ich mir die jetzt einfach. Aber mein Inventar ist voll. Wäre schön, wenn ich hier irgendwo eine Kiste hätte, wo ich meinen Scheiß lagern kann. Das wäre echt toll. Aber anscheinend gibt's das hier gar nicht, oder? Mit ihm sprechen wir auch gleich noch. Muss mal gerade gucken, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Wo ich meinen Kram lagern kann. Oder gibt's hier wirklich nichts? Es muss doch hier eine Kiste geben. Come on.
Der Stoßtrupp hat in der Ortschaft nichts gefunden. Verstehe. Sie erfahren's als Erste. Okay. Wäre cool. Allerdings würde ich gerne meine Sachen lagern. Es kann ja nicht sein, dass es hier keine Kiste gibt. So, mit ihm spreche ich auch gleich noch. Was ist mit ihm hier? Kann ich Munition haben? Sie sind die Milfhunterin. Leutnant Grant gab mir Bescheid. Bitte sehr. Danke. Es muss hier eine Kiste geben. Come on. Ein schwerer Militärlaster. Wirklich eine Ehre, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Eine Ehre? Ich wüsste nicht warum. Ey, hier gibt's wirklich einen Golembehälter. Damit sind sie also hierher. Es gibt hier wirklich keine Kiste, wo ich was lagern kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja mega traurig. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen umdenken. Da ist doch eine Box. Aber wo? Ach lol, das große Ding hier oder was? Meine Sachen. Welche Kiste? Ach geil! Zimmer Nummer 6, Lastauto und Ayas Wagen. Alright! Okay, okay. Ja, das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Aber es ist natürlich nicht die Kiste hier, die ich brauche. Scheiße. So, das lassen wir mal eben hier. Die Zusatztasche lassen wir hier. Die Ringerlösung und den ganzen Kram lasse ich auch hier. Alles hier rein. Ringerlösung. Zack. Nein, nicht benutzen. Verschieben. Verschieben, verschieben, verschieben. So, jetzt haben wir einigermaßen wieder Platz hier. So, jetzt kaufe ich mir mal gerade eben. Wir haben noch ganz, ganz kurz Zeit. Beruhigungsmittel. Ja, komm. Die schmeißen wir jetzt gleich weg. Dann ist hier komplett Platz drin. Lastauto. Da ist auch nichts drin. Lastauto? Ist das zufällig das Auto, womit wir hergefahren sind? Das wäre interessant. So, Gegengift und sowas schmeiße ich jetzt auch alles weg. Scheißegal. Brauchen wir nicht. Obwohl. Ich glaube, das gibt am Ende Punkte. Deswegen, ich lasse es doch mal hier. Ich will das jetzt nicht einfach wegschmeißen. Nachher gibt es da Punkte für. Tauschen. Hier rein. Da rein. Nachher gibt es noch Punkte dafür und die werden ja dann verschwendet. So, mit ihm spreche ich nochmal ganz kurz. Dir scheint es ja gut zu gehen. Du bist extra hergekommen? Eigentlich wollte ich ja nicht. Hier, ein Geschenk. Geil. Geil. Ich dachte, keine Verstärkung. Ich hab Urlaub. Wie? Ich bin nur hier wegen der guten Luft. Ich bin nur nicht wegen dir gekommen. Ich bin nur hier wegen der guten Luft. Reiner Zufall, dass ich dich hier treffe. Ich wusste ja auch gar nicht, dass du hier rumhantierst. Aha. Ich will nicht, dass ein Kollege krepiert und ich die ganze Arbeit alleine machen muss. Danke, Rupert. So, wir haben eine richtig geile Waffe bekommen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Magnum, die wirklich, wirklich stark ist. Und dafür kaufe ich mir jetzt auch extra nochmal Munition. So, sonst noch was? Schutzkleidung. Wir holen uns die taktische Rüstung und Munition für die Magnum. Die ist zwar mega teuer, aber das ist mir jetzt egal. So, 500 Schuss dafür. Boah, besser geht's doch gar nicht. So, die machen wir auch nochmal voll. Airburst brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. Sonstiges, hier gibt's nichts, was ich brauche. Schutzkleidung, Waffen. Ja, natürlich wäre die AS-12 geil. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt unbedingt brauche. Jetzt gerade, wo ich den Revolver bekommen habe. So, Use. Wir schauen mal gerade eben.
Magnum-Patronen, das sind ganz, ganz, ganz spezielle Maeda SP. Das ist übrigens so ein bisschen an den ersten Teil, entwickelt von Dr. Maeda, den kennen wir nämlich aus dem ersten Teil. Und der hat Anti-NMC-Kugeln schon für uns gebaut im ersten Teil. Und damit konnten wir Eve dann am Ende irgendwie 999 Schaden zufügen. Ich denke mal, das wird hier fast genauso sein. So, wir nehmen die 44er Magnum zur Hand. Mega, mega gut. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir die Pistole auch überhaupt nicht mehr brauchen. Das ist sehr, 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 sehr geil. So, jetzt haben wir ja die neue Weste. Die ziehe ich mal gerade an. So, da packe ich jetzt den ganzen Sheet rein, den wir noch brauchen. Die M1 und die Rifle. Dann packen wir hier noch den Schädelkristall hin. Die Medizin. Das Weihwasser. Und Ofuda. Dann haben wir noch einen Platz frei. Ich überlege gerade, ob wir nicht auch die, sag mal eben schnell, die Zusatztasche hier in das Ding reinpacken sollen. Ich glaube, das wäre sinnvoll, ne? Machen wir mal hier. Was hatten wir? Zimmer Nummer 6? Nee, das war Ayas Wagen. Ayas Wagen. So, wir nehmen die Zusatztasche und tauschen die mal hier gegen. Das verschieben wir auch. Brauchen wir nicht. Alles komplett rüber. Zack. Die Airbursts brauchen wir nicht. Verschieben. Kann sein, dass die stärker sind, aber ich bin mir da nicht wirklich im Klaren. Hier haben wir also noch genug Platz. Zusatztasche benutzen wir jetzt auch mal gerade eben. So. Nee, Quatsch. Falscher Knopf. Use. Und dann die Zusatztasche benutzen. Geil. Nice, nice, nice. So, hier nochmal eben nachladen. Nachladen. Dann einmal bitte sortieren. Jetzt haben wir wirklich viel Platz in der Tasche. Das ist cool. So, und genau so werde ich jetzt erstmal speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, weil ich habe noch genug zu tun. Ich muss nämlich jetzt gleich erstmal meine ganzen Items hier hinholen und dementsprechend, ja, so, dass die nicht verschwinden. Deswegen speichere ich jetzt hier an der Stelle und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, dass es dann noch die letzte Folge sein wird. So, einmal bitte telefonieren. Das brauche ich jetzt nicht nochmal eben lesen. Das ist Quatsch. So, wir speichern hier im Kinderzimmer nochmal. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also schaltet ein, wenn es soweit ist. Ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge von Parasite Eve 2. Bis dann, Peace und haut rein.